Omega-3-Fettsäuren, zweiwertiges Eisen und andere Stoffe, die aus tierischer Nahrung viel schneller von uns verarbeitet werden, werden immer als optimaler dargestellt. Ist eventuell genau das Gegenteil der Fall? Guten Morgen. Wir kennen immer noch die Einstellung, viel hilft viel. Dass wir schneller werden, höher, weiter, besser. Aber bei der Nahrungsaufnahme und bei der Nahrungsverarbeitung ist es wichtiger denn je, die Dinge in seiner natürlichen Form aufzunehmen. Denn dann verarbeitet der Körper die Dinge zwar langsamer, aber ohne die Folge von Krankheiten, die dadurch entstehen können, dass der Körper quasi dauergedopt ist. Wer das Video zum Hämeisen noch nicht gesehen hat, der sollte dies unbedingt nachschauen, hier oben. Da wird es auch an Studien belegt. Der Körper ist nicht in der Lage, seine natürliche Regulierungsfunktion aufrechtzuerhalten, wenn er nicht artgerecht ernährt wird. Das ist ein Fakt. Und so wird Krebs, Bluthochdruck und quasi alle uns bekannten Zivilisationskrankheiten gefördert. Omega-3-Fettsäuren aus tierischen Lebensmitteln zu nutzen und zu konsumieren und damit quasi einen Verarbeitungsschritt zu sparen, für den wir ausgelegt sind, das ist der sichere Weg zu einem entarteten Körper. Viele Filme nehmen auch diese Thematik auf. Durch eine Überdosierung eines positiven Mittels und damit eine artfremde Ernährung bekommt dieser Mensch dann Superkräfte. Aber leidet dann an anderer Stelle unter dieser Abnormalität. Man kann nicht alles toll über die Normalität, über die Natürlichkeit sich erheben. Über die kurze Zeit geht das, wenn man auf eine bestimmte Sache fokussiert. Aber nicht erwarten, dass an anderer Stelle die Natur das wieder kompensiert. Die Natur gleicht alles aus. Habe ich auch ein Video schon dazu gemacht. Findet ihr auch oben in den Infokarten. Wir können uns frei entscheiden. Schnell Energie und Nährstoffe aufnehmen und dadurch die ersten 2-3 Jahrzehnte des Lebens schneller, genussmaximierend und unbewusst und damit bequem zu essen und aber dann im Alter an Krankheiten zu leiden, oder so schnell wie möglich einer bewussten Ernährung uns zu widmen, die den Körper nicht überlastet und somit die Chancen auf Krankheiten minimiert wird. Die heutigen, insbesondere die Fertignahrungsmittel mit ihrem hohen Energie- und Vitalstoffgehalt, da rede ich auch von Energy Raw Food Super Power Riegel. Ne? Und diese Nahrungsmittel, Nahrungsmittel sind es, Lebensmittel sind es keine, aber das ist eine andere Sache, die überfluten die Blutgefäße. Das sind unsere Energiestraßen, unsere Nährstoffstraßen. Diese werden überflutet von dieser Nährstoffdichte. Die werden überflutet mit so viel Energie, dass unser Körper da stark drunter leidet, da er eben auch kaum Auszeiten bekommt. Dr. Jacobs hat das in seinem sehr empfehlenswerten Buch, was ich euch unten auch verlinkt habe, ziemlich anschaulich beschrieben. Ein natürlicher Verkehrsfluss, an dem der menschliche Stoffwechsel seit Millionen von Jahren gewöhnt ist, das ist quasi bei den meisten Menschen nicht mehr möglich, das ist nicht mehr existent. Da gibt es die aggressiven Raser. Das sind die schnellen Kohlenhydrate und die schnellen Proteine auf der Blutautobahn. Und dann gibt es viele träge LKWs, das sind die Fette. Und das behindert sich gegenseitig. Dieses Bild hilft vielleicht den einen oder anderen nicht so medizinisch Bewanderten, um da trotzdem gedanklich mitschwingen zu können. Gerade auch an der Stelle, wenn es um die Fette geht, der Verweis auf mein Video zu den Fetten, auf eines der Videos. Der heute übliche Fettverzehr ist hochgradig entzündungsauslösend und hemmt die Enzyme und die Stoffwechselwege der Kohlenhydrate und führt zu einem Rückstau von Glucose und bestimmten Aminosäuren. Zumal Fett als Makronährstoff ja auch die höchste Energiedichte hat. Aber unser Körper ist nicht, und auch wieder das Bild der Verkehrsstraße zu bedienen, für dieses hohe Verkehrsaufkommen ausgelegt. Wir haben in den Millionen Jahren der Evolution nie diese Nährstoffdichte gehabt und dieses, dass wir überall jederzeit reinfressen können. Wir mussten immer suchen und es hat immer auch Zeiten gegeben, wo wir nichts zu essen hatten. Studien dazu finden Sie auch zuhauf unten in dem Link. In unserem Gefäßsystem entsteht durch energiereiche, durch fettreiche Mahlzeiten eine endotheliale Dysfunktion. Das Endothel oder Endothelium, wie es glaube ich korrekt heißt, ist die nach innen gerichtete Seite bzw. die Zellen von Blutgefäßen. Dazu ist auch eine Folge eine Verringerung der Stickstoffmonoxidbildung, was nitrooxidativen Stress auslöst und seinerseits zu schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Für wen das Biochemische sehr wichtig ist, den verlinke ich unten nochmal ein paar Quellen zum Nachlesen. Wichtig sind die Grundkenntnisse.
die Grundkenntnis, das ist wichtig. Und wenn dann, wie heutzutage auch oft, energiestoffreich, aber vitalstoffarm gegessen wird, ja, dann ist komplett aus. Denn viele Mikronährstoffe sind essentiell für die Verarbeitung von Makronährstoffen. Da sind zum Beispiel Kalium und Magnesium zu nennen. Dann kommt es zu einem sogenannten Nährstoffstau und der Stoffwechsel alarmt und der kann diesen ganzen zu verarbeitenden Müll, wie man diese Nahrung damit bezeichnen muss, muss er irgendwie entgiften und es muss einfach nur ausgeschieden werden und irgendwo auch abgelagert werden, weil er das alles nicht mehr schafft, diese Entgiftung. Und viel von diesem Müll bleibt dann auch an den Gefäßwänden kleben. Dadurch werden unsere Lebensadern schmaler und verringern sich und verringern auch den natürlichen Fluss an Sauerstoff und an Nährstoffen. Und wenn man diese Gefäßschäden gut sehen kann, sind die Schäden im Zellinneren oft verborgen. Auch nicht weniger schädlich. Das würde aber jetzt alles für ein YouTube Video zu weit führen. Wenn ihr wirklich mal biochemisch tiefergehendes Wissen zu diesen zellinneren Sachen haben wollt, dann gebt mir ein Feedback oder schaut, ob es dazu schon einen Kommentar gibt und gebt dann dafür einen Daumen nach oben. Und ihr könnt ausgehen, dass wenn so ein Kommentar dann irgendwie so über 50 Daumen nach oben hat, dass ich mich zumindest bei der aktuellen Abonnentenzahl dann dass ich das anerkenne und dann wirklich mal so ein richtig tiefergehendes Video mache, wie ich es auch früher gemacht habe. Aber die Videos haben meist nicht so eine gute Resonanz bekommen und entsprechend. Also wie gesagt, ihr seid da schon auch. Wenn ihr was wissen wollt, was ich aufarbeiten soll für euch, dann oder wo ich etwas tiefer gehen soll, dann tue ich das auch mal. Dann bin ich ganz speziell, da können wir doch ganz speziell drüber reden. Aber ich habe das in einigen Videos in der Zeit gemerkt. Es gibt welche von euch, die haben eine große Fachkenntnis. Und wenn es davon wirklich sehr, sehr viele gibt, dann wurzel ich mich da auch rein. Ich bin ja auch kein Biochemiker. Ich muss mich da auch reinarbeiten. Aber das Gute ist, ich kann euch das dann auch so aufbereiten, dass ihr das dann auch versteht. Weil wenn jetzt ein Fachidiot euch das erklärt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Aber wenn jemand das euch erklärt, das selber sich erarbeitet hat, dann ist das immer besser. Also Kommentar schreiben und bei mindestens 50 Daumen mache ich da auch ein Video dazu. So, Quintessenz, was ich für wichtig achte, was ich euch heute mitteilen will. Viel Energie hilft nicht immer viel und höhere Bioverfügbarkeit, das eigentliche Thema, weil ein Tier quasi uns schon einen Schritt abgenommen hat, dadurch kommt sie erst zu einer höheren Bioverfügbarkeit, ist nur auf den ersten Blick effektiver bzw. besser. Eine natürliche Nahrung mit moderater Energiedichte und damit die Möglichkeit für den Körper artgerecht zu verwerten ist nach meiner Recherche und meiner Erfahrung der beste Weg, um die Chance auf ein gesundes Leben zu maximieren. Ein interessantes Buch in diesem Zusammenhang ist Wir fressen uns zu Tode, was auch einige interessante Ansätze in sich trägt. Das Rezensionsvideo findet ihr oben in den Infokarten oder auch in der Endcard. Dieses Buch tue ich nicht vollends empfehlen, aber es hat einige interessante Ansätze. Das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles Liebe und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Daumen nach oben, denn damit sorgt ihr auch dafür, dass mehr Leute dieses Video sehen können. Und ja, danke dafür und bis morgen, euer Christian. Tschüss.